Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Heute, beziehungsweise gestern, kam das nächste Titan-Pokémon. Was haben wir hier? Titan Pikachu. Und ich habe extra kein Video vorab gemacht, weil ich glaube, jedes Pflanzen-Pokémon wird hier komplett wegrecken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie schwer ist. Das ist jetzt auch mein erster Versuch hier. Ich habe einfach Maskagato genommen, was ich noch auf der Bank hatte. Das ist auch absolut nicht mit perfekten Werten. Also ich habe hier auch irgendwie was. Ich glaube, das ist mein Story-Maskagato. Angriff ist hoch, das ist okay. Und mit Blumentrick. Ich habe sonst keine Statusattacke drauf, Muschelglocke drauf. Ich würde sagen, Abfahrt, wir versuchen es einmal. Ich glaube, der wird so, so lachhaft einfach sein. Ich glaube, ihr könnt jedes Pflanzen-Pokémon nehmen. Zum Beispiel auch Gigasauger mit Metronom. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, das wird nichts. Meinst du, Maskagato? Was? Der kann keine Eisattacke, der kann keine Flugattacke, der kann keine Feuerattacke. Das wird übel easy, oder? Ich weiß nicht mal, ob ich Terra-Typ Pflanze bin, um ehrlich zu sein. Wir werden es ja zusammen herausfinden. Im Start haben wir es gemacht, okay. Er hat die Alter, was? Unerwartet. Das kam unerwartet. Er macht direkt am Anfang ein komplettes Schild. Okay. Er macht einen Surfer. Was? So viel Schaden? Ich hab zwei abgezogen? Da ist doch wieder irgendwas kaputt, Game Freak. Only Terra Damage. Only Terra Damage? Kannst du selber Damage machen, wenn du Terra Kristall hast? Okay. Das ist gar kein Problem, Leute. Das ist gar kein Problem. Sollte ich es jetzt nicht schaffen, gibt es jetzt einen kleinen Schnitt zum nächsten Pokémon. Weil da habe ich genau das perfekte Pokémon für. Angriff sinkt auch noch. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Ja, für den Partner gar nicht mehr drin. Ja, ich war rausgenommen. Okay. Ich bin gespannt halt jetzt, wie viel ich abziehe. Wenn ich relativ viel jetzt direkt abziehe, dann geht's doch. Weil ich muss mich ja hochheilen, wisst ihr? Ich muss also viel abziehen, so dass ich mich gegenheilen kann gegen Surfer und Knuddler. Das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Weiß jemand, ob Elektroattacken... Ah, du kannst ja nicht mal als Miraidon nehmen, weil er Knuddler hat. Okay, aber man hält sich auf jeden Fall voll. Jetzt geht es halt nur noch darum, schaffst du es in der Zeit. Jetzt geht es nur noch darum, schaffst du es in der Zeit.
Ja, wir kommen ran. Wir kommen ran. Moin, Wolfpack. Wir müssen die Zeit überholen. Aber ich sehe schwarz. Das dauert alles zu lang. Ich bräuchte Maskagato mit Full Spezialverteidigung. Das wäre gut. Ich habe aber auch kein Glück, ne? Ich habe aber auch kein Glück. Also, dass der Donner zweimal trifft und ich bin auch noch paralysiert, ey. Also wenn ich jetzt nicht einmal paralysiert bin, sieht es gar nicht so schlecht aus, oder? Ey, er trifft immer Donner! Ich hasse es! Es kotzt mich an! Natürlich paralysiert. Natürlich bin ich paralysiert. Wieso macht der aus dem Nix Donner? Macht er weiter Surfer oder so? Wieso Donner? Und dann trifft er auch noch. Und dann bin ich auch noch paralysiert. Das ist wieder so typisch. Ja, so. Blumentrick. Let's go. Vielleicht hätte es Sinn gemacht, mich einmal zu heilen wegen Paralyse. Ah, ich hatte jetzt bisher Glück, erst einmal, glaube ich, paralysiert gewesen, ne? Ich meine, es ist 30% Chance, ne? Noch zwei Angriffe, dann habe ich ihn. Ein Pflanzenstarter rein. Ja, wenn das Video morgen rauskommt, vielleicht. Ja, aber ich habe mir schon gedacht, dass er halt ein No-Brainer ist, ne? Du musst. Vielleicht würde es Sinn machen, Spezialverteidigung komplett hoch zu machen. Paralysiert, das ist natürlich scheiße. Aber ich brauche jetzt nur noch zwei Angriffe, also da muss ich einfach ein bisschen Glück haben jetzt mit der Paralyse. Komm schon, komm schon. Schön. Entweder Full Spezialverteidigung oder Full KP oder so. Keine Ahnung. Jetzt ist noch eine Attacke, er macht Surfer. Wenn ich jetzt nicht paralysiert bin, dann haben wir es. Ich habe mir ja schon gedacht, also das Maskagato mit Blumenträg, dass der halt volles Schild hat. Das habe ich ja nicht. Das konnte ich ja nicht wissen. Treffe ich? Er trifft auf jeden Fall erstmal Donner. Ich muss jetzt treffen, ne? Sonst bin ich tot. Okay, getroffen. Ging doch klar. Ging doch klar. Ich war zwar ein bisschen erstaunt, dass er full def hat. Ein volles Schild, aber ist doch. War doch easy. Ein Tipp, eine Sache, die ich anders machen würde, wäre, glaube ich, sobald man paralysiert ist, einmal heilen. Weil die Paralyse, die kann einen richtig, die kann richtig nerven. Das fangen wir mal, gucken wir uns das mal an. Das Pikachu, kann das irgendwas Besonderes? Das hat halt Surfer. Es ist Surfer-Pikachu, das ist ganz cool. Mich würde interessieren, ob man es entwickeln kann. Glück ist mit den Dummen. Ruhe, Steven. Was rappelt NPCs? Ja. Das war aber eben Solo. Okay. Dann eine kleine Info in eigener Sache. Morgen am Montag. Oh, es gibt ein Pflaster. Okay, es gibt ein Pflaster wieder garantiert für den ersten. 30 Wasserterra-Stücke. Das ist nice. Morgen kommt der kommt eine Pokémon Direct. 20 Minuten voll mit Infos zu neuen Pokémon-Titeln und vielleicht DLC zu Karmesin und Purpur. Wenn ihr da live dabei sein wollt, gerne mal Twitch abchecken. Und wir gucken jetzt nochmal ganz kurz, ob man das Pikachu entwickeln kann und was das für Wert hat und so. Level 100. Was hat das da für ein Item? Kugelblitz. Erhöht den Angriff und den Spezialangriff. Okay. Surfer, Donner, Knuddler, Eisenschweif.
Oha. Oha. 150, okay, gar nichts drauf, aber ist ein. Was ist das für ein. Hä, was ist das für ein Wesen? Ruhiges Wesen, innen drunter. Jetzt noch kurz gucken, ob er das entwickeln kann. Das würde mich interessieren. Donnerstein. Wo haben wir den? Ja, geht. Okay, also. Ich würde jetzt nicht noch weiter. Maskagato, wenn der. Ich würde bei Maskagato, wie gesagt, sobald man paralysiert ist, würde ich einmal heilen. Und hier würde ich vielleicht, anstatt dieses Verteidigung, Spezialangriff, KP und Init, würde ich komplett auf Spezialverteidigung noch gehen. Und komplett Angriff. Und dann sterbt ihr halt am Anfang ein-, zweimal. Und sobald ihr Terra habt mit Blumentrick rein, habt ihr ja gesehen, easy peasy. Man könnte vielleicht noch sagen, dass es ganz sinnvoll ist, am Anfang einmal Abschlag zu machen, damit der Kugelblitz weg ist. Das Item, was Pikachu trägt, weil es dann viel weniger Schaden macht. Aber ansonsten kommt es mir sehr, sehr easy vor. Vor allen Dingen jetzt auch mit Zhongjian. Einfach Gigasauger-Spam. Grasfeld kann man sich schenken und Reflektor kann man sich auch schenken. Full auf Spezialangriff, full auf Spezialverteidigung. Der macht eh nur Surfer und Donner. Und dann ist das echt gar kein Problem. Zhongjian auch eine sehr gute Alternative im Metronom. Vielleicht auch Tarnumhang, falls ein jemand, wenn man richtig viel richtig viel Pech hat und oft paralysiert ist. Aber ansonsten Abschlag, Gigasauger, fertig. Easy. Und dann würde ich sagen, war es das. Lasst gerne mal ein Like auf dem Video da, ein Follow für den Kanal und bis zum nächsten Mal. Haut rein.